Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Starfield. Beim letzten Mal sind wir mal wieder bei der Constellation stehen geblieben. Wir haben nämlich Barrett gerettet aus den Händen eines doch freundlichen Piraten, möchte man sagen. Wir haben ihn zumindest ohne größere Waffengewalt herausbekommen. Die Basis oben drüber war ein bisschen nicht so freundlich, aber der, wo das Sagen hatte, war dann am Ende doch sehr nett. Falls ihr es verpasst habt, übers i kommt ihr zum letzten Part. Wir werden jetzt, ich weiß gar nicht, was ich mir beim letzten Mal vorgenommen habe. Ich würde vorschlagen, wir machen vielleicht die Mission ins Unbekannte. Weiter mit der Hauptquest einfach mal. Wir könnten auch, wobei, kommen wir, nehmen mal die Pflicht ruft an. Das machen wir zuerst. Ich weiß nicht, wie lange die geht. Und dann schauen wir mal. Ich muss zugeben, ich hoffe, man merkt es nicht so. Ja, mir geht es heute nicht so ganz so gut. Wir versuchen aber trotzdem das Beste. Und ich versuche mich ein bisschen gerade mit Starfield auch abzulenken. Deswegen ab nach, wie hieß der Ort? Freestar Collective. Gell? Ja, ins Freestar Collective. Nach Cheyenne. Und dort müssen wir in die Hauptbase. Da können wir mal landen. Ich muss echt mal gucken, dass ich privat an ein paar Level noch vielleicht komme, damit wir Raumschiff-Design haben und auch an ein paar Credits, damit wir dann mal ein großes Raumschiff bauen können. Eigentlich, ich wollte auch mal gucken, irgendwo kriegt man ein ziemlich gutes Kampfschiff her. Wirklich weit gebracht, wie die Stadt wohl nach weiteren 200. Ach, Barrett ist mein Hauptcharakter, okay. Ja, das werden wir vielleicht herausfinden. Aber, genau, es gibt ein Schiff, was man kostenlos bekommt. Das ist ziemlich gut zum Campen. Buckles? Ist es flüssig? Ich glaube schon. Aber das, da muss ich mal nachgucken, wo es ist. So, jetzt gehen wir dahin. Bin ich überladen? Nee. Ich bin einfach nur viel gerannt. Okay, ich bin mal gespannt. Ich nehme den Part jetzt hier am Freitag auf. Für euch kommt der am Dienstag, glaube ich. Ich glaube Dienstag. Das bedeutet, für mich ist da gerade der Release von Cities Skylines 2. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel performen wird. Was man jetzt so gehört hat, gibt es leider da ein paar Performance-Probleme. Das beschäftigt mich auch, weil, und ich kam gerade drauf, weil das da für mich zumindest gerade ein bisschen ruckelig aussah, wo ich jetzt auf in die Stadt gelaufen bin. Der Marshall hat mich geschickt. Ich habe heldenhaft die Geiselnahme in der Gelbank beendet. Ich will mehr über die Freestyle Ranger erfahren. Der Marshall hat mich geschickt. Tja, wenn der Marshall dich geschickt hat, dann will er dich rekrutieren. Ich erkläre dir kurz, wer wir sind und was wir machen, damit du weißt, worauf du dich einlässt. Die Freestyle Ranger sorgen für die Sicherheit des Freestyle Collective und seiner Bürger. Wir jagen beispielsweise Flüchtige, zerschlagen Schmugglerringe, untersuchen Schiffsdiebstähle, bringen Möchtegern-Bankräuber hinter Gitter. Wir tun alles, was nötig ist, um die Leute zu beschützen. Okay, das hört sich gut an. Die meisten Planeten haben doch ihre eigene Security, oder? Und wahrscheinlich sind die dafür da für Planeten oder Systeme, wo das nicht so ist. Klar, aber wir Ranger arbeiten im gesamten Raum des Freestar Collective. Das habe ich mir gedacht. Das ist bewundernswert. Wie alle wirklich wichtigen Dinge ist es nicht immer einfach. Aber wir machen das Freestar Collective ein kleines bisschen sicherer für alle. Daran glaube ich fest. Du hast sicher viele Fragen. Ich beantworte sie gerne. Das ist freundlich. Wie wird die Arbeit bezahlt? Gleich vorweg. Falls du reich werden willst, ist das hier der falsche Job für dich. Aber ja, wir werden gelegentlich bezahlt, um die Spesen zu decken und so. Also nicht sehr lukrativ. Welche Befugnisse haben die Freestar Ranger? Naja, theoretisch kann ein Freestar Ranger im Freestar Collective überall hingehen, auch auf Privatgrund. Aber natürlich läuft das nicht immer so. Wenn wir Flüchtige jagen, sind wir auch weisungsbefugt gegenüber der örtlichen Security. Mhm, wie viele gibt es von euch? Das schwankt immer, weil Leute in Rente gehen, neue Rekruten dazukommen und leider auch mal jemand im Dienst stirbt. Aber soweit ich weiß, gab es nie mehr als ein Dutzend Ranger gleichzeitig. Jetzt müsste man immer wissen, was ein Dutzend ist. Ich finde so Maßangaben, ein Zentner, ein Dutzend und so, sind so komische Maßangaben. Sag doch einfach eine Zahl. Okay, ein wenig zu mir. Ich stelle sicher, dass jeder, der Freestar Ranger werden will, der Aufgabe auch gewachsen ist.
Der Marshall hätte dich aber nicht hergeschickt, wenn er kein Potenzial in dir gesehen hätte. Also, wie sieht's aus? Bist du bereit, den Freestar Rangern beizutreten? Ja, warum denn eigentlich nicht? Das ist eine wichtige Entscheidung. Ich muss drüber nachdenken. Ich habe dem Marshall den Hintern gerettet. Gib mir doch einfach direkt den Job. Wie kann ich mich denn bewerben? Muss ich ein Formular ausfüllen oder so? Ich ziehe eine etwas praktischere Beurteilung vor. Wenn du beitreten willst, erzähle ich dir alles Weitere. Ja, dann will ich mitmachen. Wann schläfst du denn eigentlich mal bei all dem, was du machst? Gar nicht. Bevor ich dir eine Marke gebe, muss ich mich von deinem Können überzeugen. Du hast zwar schon bei der Geiselnahme geholfen, aber vielleicht war das einfach Glück. Weißt du was? Such dir einfach am Missionsterminal irgendeinen Auftrag aus. Wenn du lebend zurückkommst, reden wir über deine Aufnahme. Okay, da wird es aber doch auch verschiedene Schwierigkeitsstufen geben, dass das dann so unterschiedlich ist. Die Aufnahmeprüfung ist ja nicht ganz so fair. Du wirst beeindruckt sein, habe ich mich nicht schon bei der Geldbank bewiesen? Könnten wir die Beurteilung nicht überspringen? Ja, habe ich mich nicht bei der Geldbank schon bewiesen? Der Job ist gefährlich. Ich schicke niemanden ins Feld, wenn ich nicht sicher bin, dass er bereit dafür ist. Naja, okay, dann nehme ich eine von euren Missionen an. Dann solltest du mal aufbrechen. Da hast du recht. Schließe eine Freestar Collective Mission ab. Ah, hier. Was haben wir denn da? Wir haben Rette die Geißel. Wir haben massive Probleme mit Spacern, die Raumschiffe kapern und die Crews als Geiseln nehmen. Es gibt eine akute Geiselnahme mit einem Freestar Transport in Murphy-System. Okay, das machen wir mal. Geiselnahmen, da müssen wir wieder. Ich glaube, damit komme ich ganz gut zurecht. Ist so ähnlich wie bei der Geldbank. Töte gesetzlosen Captain auf dem Planeten. Nehmen wir. Verbrecher können wir einfach alle nehmen. Dann habe ich mal was ich privat auch machen kann. Dann retten wir jetzt. Achso, Moment, welche ist jetzt ausgewählt? Sonstiges? Nee, wo ist denn die? Ah ja, hier. Rette die Geißel. Das würde ich gern machen dann. So, dafür können wir mal. Wie sieht eigentlich mein Gewicht gerade aus? Gut. Kann mich nicht beschweren. Achso, wir müssen aber wahrscheinlich erstmal raus, deswegen mache ich das gleich. Und von Aquila City aus, dann retten wir mal eine Geißel. Oh, stimmt. Der Turm. Sam sagt, dass es hier eine gute Bar gibt. Es wirkt, also, ich blende jetzt nicht das Overlay ein, wie viele FPS ich hier habe, aber es wirkt irgendwie unperformanter als sonst. Aber das soll uns nicht stören, wir fliegen ja auch schon wieder weg nach da hinten. Level 15. Ist das, was für ein, das war, okay, das war die Crimson Fleet. War ich schon mal in Murphit? Hey, willst du das haben? Hallo? Ach, das ist der Transporter, den ich brauche. Ja, da erstmal Schilde. Und dann hier. Tachchen, schießt du jetzt bitte nicht. Mein Boost lädt sich ja in der Geschwindigkeit auf von keine Ahnung was. In der Zeit findet schon wieder ein neues Schaltjahr statt. So. Okay, das hat jetzt doch ganz gut funktioniert. So. Andocken. Andocken. Schauen wir mal, wie wir die Geißel retten können. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht mit dem Andocken. Weil es würde ein Problem wahrscheinlich geben. Ja, wir haben angedockt, aber auf... Naja, ja gut, ich hätte gleich einsteigen können. Mein Fehler. Aber mal gucken... So, dann gehen wir da hinten hin. Hier ist noch kein Problem, Junge. Darum jetzt da, Transport. Okay, da sehen wir schon einen. Das ist nicht die Geißel, oder? Nee. Ich würde sagen, mit meiner Schrotflinte 700 Schuss, let's go. Das ist wie damals auf. Ja, wie ist es denn? Haben wir hier was zum Looten? Wir schauen mal wieder. Lassen die zu? Da ist niemand, sage ich doch. Ich glaube, die lassen zu. Haben wir
hier was? Ich glaube nicht. Nichts Interessantes. Haben wir hier noch was? Auch nicht. Na gut, dann gehen wir. Oh, okay, da wurde ich leider irgendwie überrascht. Das tut weh. Entschuldigung. Nehmen wir mit. Ja, wir können's besser brauchen. Stimmt, die brauchen es nimmer. Du hast mein Leben gerettet. Ich weiß. Moment. Ah, also nehmen wir erstmal alles mit. Dieb! Willst du mich verarschen? Dachtest du? Ich wusste, dass die Ranger kommen. Hab immer daran geglaubt. Moment nochmal. Ausrüsten und befreien? Befreien, reden. Können wir uns hier... Ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Entdecken. Können wir das nochmal machen? Wo ist denn das? Wie viel Uhr haben wir denn? Der 20. Doch, das ist heute. Mirko, wir reden erst nochmal mit dem fertig. Hi. Ihr Ranger seid der... Dankeschön. Ich hatte mir etwas mehr als nur Anerkennung gehofft. Was denn? Das war doch nichts. Ihr Ranger. Nach dem Abkoppeln muss ich wieder weitermachen. Aber danke. Ach, das war sein Schiff. Ja, dann dreh dich mal um. Kannst du dich hier hindrehen? Danke nochmal. Ja, ja, kein Thema. Ich hätte schon gern die Credits. Was glaubst du, was du da tust? Dir deine Credits? Ich habe einen Kopf aber das war lohnenswerter als... Wir haben mehr Geld mitgenommen, das können wir machen. Wo komme ich jetzt wieder raus? Wo kommen wir raus? Das müssen wir schauen. Ich hoffe, davor haben wir, oder... Moment, ich versuche doch jetzt nochmal. Also, Transport, das müsste es sein. Dann gehen wir hin, schlagen die schnell kaputt. Wir wissen ja jetzt, wo was ist. Es gibt nur diesen Container. Und dann ist das gar kein Thema. Okay, komisch, dass der jetzt mehr ausgehalten hat. So. So. Nicht, dass wir davor auch noch hier... Guck mal, also. Nehme ich mit. Du wurdest beim Diebstahl entdeckt. Oh, ich habe doch ganz schön viel Kopf. Hinsetzen. Okay, da kriegen wir doch ganz schön viel Kopfgeld. Gut, dann machen wir es nicht. Weil dann lohnt sich's nicht. Gut, dass wir nochmal, oder dass ich nochmal nachgeschaut habe. Das wäre nicht lohnenswert. Wobei, das erste könnten wir mitnehmen. Ja, Tachchen. Nehmen wir mit. Das hat die nicht gejuckt. So. Und. Kurz durchatmen. Tachchen. Dann geht es zurück an die. Achso, was passiert denn eigentlich? Wir haben ja. Ja, Moment. Ich kann ja jetzt ausrüsten und befreien. Space. Erhalte. Selbstbewusstsein im Patat. Barrett hat es gefallen. Reden? Das wird immer schlimmer. Verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Ich hatte mir. Ja, komm, wir sagen wieder, das war nix. So, 2000 Credits, die nehmen wir mit. Kriegen wir noch was dafür, dass wir die Mission eigentlich abgeschlossen haben? Oder war das jetzt die Missionsbelohnung? Das muss man mal schauen. So, Cockpit. Dann koppeln wir uns ab. Und dann geht es zurück ins Freestar Collective. Wir sind getrennt. Wir sind getrennt, okay. Dahin. Und dann nach Aquila City. Und dann schauen wir mal. Langsam müssen wir auch wieder mal ein Level up haben. Also geht's sehr langsam mittlerweile. Da wäre mittlerweile mal so ein kleiner Boost mit diesen Level-Möglichkeiten. Oder ich muss mal wieder eine Basis bauen. Wände wirken vielleicht wie eine uralte aber sie sind auch nichts anderes als ein Anzug. Ja, eine Basis bauen für so Materialien wie Nickel oder so. Das wäre, glaube ich, ganz gut.
Na, es gibt einige Fähigkeiten, die ich noch gerne hätte. Waffenmods, ich hätte gern das Raumschiffdesign. Huch, da bin ich fast tot. Was hätte ich gern noch? Anzugsmods. Und sonst, es gibt ein paar Sachen, die sind Luxus. Wir müssen mal schauen, zum Beispiel, was ich jetzt nicht brauche, schnelles Nachladen. Steht jetzt nicht auf meiner Prio-Liste. Aber ja, man muss ja auch erstmal die Grundsachen freischalten, bis man dann überhaupt die anderen Fähigkeiten hat. Also anscheinend wird damit automatisch die Mission hier abgeschlossen, oder muss ich es mir noch holen? Geisel retten. Mission. Ach, das ist eine neue. Den nehmen wir auch nochmal an. Okay. Hallöchen. Potenzial, aber ich muss noch mehr von dir sehen. Wieso? Ah, du bist zurück. Wie war's? Naja, Mission war ein Erfolg. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Ich hoffe, ich habe geholfen, das Freestar Collective ein klein bisschen sicherer zu machen. Ich liebe es, üble Typen wegzupusten. Ich habe deine verdammt blöde Prüfung bestanden, also gib mir meine verdammte Marke. Ja, komm, wir sagen das zweite. Wir hoffen, das Freestar Collective ein bisschen sicherer gemacht zu haben. Das hast du definitiv. Und es freut mich, dass das deine Priorität war. Du hast den Auftrag erledigt. Also reden wir mit dem Marshall. Komm mit. Natürlich. Mach bloß keinen Ärger, klar? Hab ich nicht vor. Hopp. Heute noch. Unser Hauptquartier ist in den oberen Etagen des Turms. Wir haben oh, das ist cool. Stationen im gesamten Raum des Freestar Collective. So können wir Bedrohungen schneller identifizieren und auf sie reagieren. Helfen zu können, es gibt insgesamt weniger als ein Dutzend Ranger. Und wir haben begrenzte Ressourcen. Zum Glück respektieren die meisten Leute uns und sind kooperationsbereit. In diesem Job sind deine Augen, deine Ohren und dein Verstand ebenso wichtig wie deine Marke und deine Waffe. Okay. Dann schauen wir mal, wo... Ach, das ist der Ranger, oder? Also der Chef. Du bist echt... Der Marshall. Das muss man dir Marshall? Lassen. Emma, du bist vermutlich hier, weil du überzeugt bist, dass unser Neuling dem Job gewachsen ist. Würde gut passen. Hat die richtigen Prioritäten. Also gut. Tritt vor, Neuling. Auf ein Wort. Na klar. Kriege ich eine Bonuszahlung? Ich habe nur eine Frage. Schwörst du, die Menschen im Freestar Collective zu beschützen, auch wenn du dabei dein Leben riskierst? Absolut, Marshall. Ich schwöre, die Feinde des Freestar Collectives zu bestrafen. Ich glaube schon. Mein Leben riskieren, wie gefährlich ist dieser Job? Naja, ich würde sagen, ich würde auf jeden Fall schwören, die Feinde des Freestar Collectives zu bestrafen. Das ist nicht ganz dasselbe, aber es reicht vorerst. Hier, für dich. Du bist jetzt Deputy bei den Freestar Rangern. Ranger Wilcox ist für deine weitere Ausbildung im Feld zuständig. Hör auf sie und befolge ihre Befehle. Willkommen an Bord, Deputy. Hey, super. Jetzt kannst du endlich die Marke tragen. Wir haben leider zu viel zu tun, um eine Willkommensparty zu schmeißen. Eine Farmerin auf Montara Luna hat uns kontaktiert. Offenbar will ihr jemand ihre Farm wegnehmen. Sie hat Angst, dass sie in Gefahr sein könnte. Komm immer noch nicht weg. Wie ist das denn bei der Spielentwicklung abgelaufen, um auf den Namen zu kommen? Wilcox. Also denkt nur ich daran oder fällt das nur mir auf oder? Es muss doch auffallen. Ja, Farmerin, wissen wir was darüber? Nur ihren Namen. Michaela Wagoner. Es gibt schon sehr lange Wagoners auf Montara Luna, worauf sie vermutlich sehr stolz sind. Was kannst du mir über Montara Luna sagen? Luna ist wahrscheinlich dann irgendein Mond. Naja, es ist ein Mond in der Umlaufbahn von Montara. Er hat Atemluft, ein warmes Klima und gute Erde für den Ackerbau. Oh, ein interessanter Mond. Okay. Naja, das ist am Anfang meistens so. Es bleibt aber nicht immer dabei. Am besten gehst du erst einmal von gar nichts aus, sondern bist völlig unvoreingenommen. Pack alles ein, was du brauchst, dann brechen wir auf. Ich bin eigentlich... Willst du mit? Je eher wir auf Montara Luna sind, desto besser. Nein, eigentlich nicht. Pack vielleicht Munition ein, falls es ungemütlich wird. Ja, ich bin bereit.
Bis dann. Bis dann. Dann gehen wir raus und reisen wir dahin. Auch immer, das ist es. Hoffentlich kein Level 50er Gebiet oder so. Das wäre schlecht. Barrett hat was für mich. Hallo? Hier. Viel Spaß damit. Dankeschön. Das kannst du haben. Die Kohlensachen behalte ich. Jedenfalls dachte ich mir, dass du es brauchen kannst. Danke. Ich hätte es fast nicht mitbekommen. Aber dann dachte ich, du kannst es brauchen. Ein Glück. Wenn ich auf unserer nächsten Expedition etwas Schönes finde, bringe ich es dir mit. Crisp Alien Nugget. Hört sich an, als kann man das zu Geld machen. Wir gehen einmal da raus, da raus. Und wo müssen wir... Das ist hier im Sonnensystem. Ah, hier, ein Nachbarmond. Nee, ich will zum Mond. Okay, interessant. Dann einfach direkt zur Farm. Was sollen wir groß warten? Du befindest dich im Freestar Collector. Ja, ich weiß. Aber ich dürfte nichts dabei haben. Okay, das war's. Landefreigabe. Okay, dann jetzt zur Farm. Manchmal kommt das, manchmal nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vor allem, wir waren ja jetzt schon im System sozusagen. Da hätten wir ja schon mal so eine Kontrolle durchmachen müssen. Aber nun gut. Nun gut. Wie viele Credits habe ich eigentlich? Das muss ich mal nachschauen wieder. Inventar. Credits. 242.000. Könnte man mal wieder ein bisschen aufstocken. Oh, wir sind mitten auf der Farm gelandet. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Das stelle ich auch fest. Hä? Gute Erkenntnis. Hallöchen. Ranger. Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich freue, euch zu sehen. Ich bin Ranger Emma Wilcox. Das ist mein Deputy. Wir helfen dir. Also, was ist passiert? Ich war gerade beim Pflanzen auf dem Feld, als ich ein paar Männer habe kommen sehen. Sie sahen aus wie Soldaten mit Uniformen und Waffen. Sie wollten die Farm kaufen, haben nicht mal gefragt, ob sie zu verkaufen ist. Ihr Angebot war mies, also habe ich ihnen gesagt, wo sie es sich hinstecken können. Sie haben gesagt, sie geben mir Bedenkzeit. Und dass ich es bereue, wenn ich es mir nicht anders überlege. Dann sind sie gegangen. Ich muss sagen, ich mag ihr Gesichtsporträt. Das, finde ich, hat was. Das ist keine Militäroperation. Soldaten werden nicht eingesetzt, um eine Farm zu kaufen. Wenn sie vorhaben, wiederzukommen, müssen sie irgendwo in der Nähe sein. Wir jagen diese Schweine und erledigen sie. Sie sahen wie Soldaten aus, sagst du. Gibt es irgendeinen Grund, warum sie ausgerechnet an diese Farm Interesse haben könnten? Wir fangen mal an mit, sie sahen wie Soldaten aus. Ganz genau. Die Uniformen sahen aus wie die von den Freestar-Soldaten damals im Krieg. Ihre Augen waren irgendwie hart, wie aus Stahl, als wären sie Gewalt gewohnt. Ich hatte Angst um mein Leben. Verstehe ich. Dann gibt es einen Grund, warum diese Farm unbedingt das sein soll? Mir fällt nichts ein, nein. Ehrlich gesagt, machen wir gerade harte Zeiten durch. Die letzte Ernte war die schlechteste seit langem. Und das Land hier ist auch nicht gerade knapp. Es gibt genug für alle. Ja, vor allem, glaube ich, generell in der Welt von Starfield. Wie viele waren es denn? Sie waren zu viert. Aber als sie gegangen sind, habe ich sie reden hören. Da klang es, als wären noch mehr in der Nähe. Wann waren das? Das ist keine Militäroperation. Soldaten werden nicht eingesetzt, um eine Farm zu kaufen. Das glaube ich auch. Also für mich sahen sie eindeutig wie Soldaten aus. Überzeugt euch selbst. Sie sind in die Canyons hinter dem Haus gegangen. In den Canyons ist es gefährlich. Steile Hänge, enge Pfade, Steinschläge und alle möglichen feindseligen Kreaturen. Wenn ihr die Männer verfolgt, seid vorsichtig. Ah, noch was. Sie haben gesagt, sie wären die Ersten. Die Ersten wovon, weiß ich nicht, aber es kommen wohl noch mehr. Danke, Ma'am. Das sollte reichen, damit wir diese Männer finden können. Okay, Deputy, halt die Waffe bereit und die Augen offen. Die Typen wissen, ich gehe mit deinem Scharfschützengewehr. Also versuchen sie wohl auch nicht, ihre Spuren zu verwischen.
Also, gehen wir uns die Canyons an. Oh Gott, was ist denn das hier für eine Schwerkraft? Ich kann ja 400 Meter hochspringen. Schön, schön. So, achso, ich muss das untersuchen. Mehrere Stiefelspuren führen in die vor dir liegenden Canyons. Mehrere Paar, wie es aussieht. Und nicht sehr alt. Gehen wir runter in den Canyon. Vielleicht finden wir noch mehr. Ja, da unten sind auf jeden Fall Tiere. Ach klar, der ist Level 20, der andere ist Level 10. Noch einer? Lad doch mal nach. Dann mache ich es halt im Fall. Hallöchen. Ach gut. Da ist wirklich aber Level 1. Na komm, ich treffe. Also. Oh, Tachchen. Oh, wir sind Level 22. Guck mal. Da habe ich es doch erst gesagt. Wir müssen mal wieder aufsteigen. Ach, Barrett ist ja auch noch dabei. Stimmt ja, wir sind jetzt zu dritt. Sehr schön. So, wo geht's lang? Gutes Auge, Deputy. Wir sind wohl auf der richtigen Fährte. Nach da hinten. Wir haben dies aber hier durchgeschafft. So. 24 EP dafür ist aber auch ganz solide. Nehmen wir... Oh. Der ist schon ein bisschen... Was das auch war. Habe ich mir gerade irgendwelche Bildsachen eingebildet? Das wirkte, als wäre ich kurz mal von einer Flashbang getroffen worden. So. Na komm, hier hoch. Ah, geht. Perfekt. Kommt da noch einer? Das hört sich so ein bisschen wie so eine Fliege an. Da schieße ich umso lieber dann drauf. Nehme ich mit. Nehme ich auch mit. Ich hoffe, die anderen... Das heilt schon wieder. Okay. Anscheinend sind wir nicht da. Ach, da hinten ist noch wer. Hier sind wir anscheinend nicht willkommen. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Mal gucken, aber was sie vielleicht zu sagen haben. Warum? Sehe ich hier jemanden? Nee, hier sehe ich nur Gegner. Okay, den kriegen wir nicht. Das war kein Feind. Ach, das war Barrett. Das war kein Feind, wollte ich sagen. Das war kein menschlicher Gegner. Der ist jetzt wieder größer und Level 20. Der ist tot. Ja, dann schauen wir doch mal runter. Oh, hier kommt man gar nicht durch. Man muss hier rüber, okay. Ich verstehe. Was bist du denn? Wie? So, da geht's lang, da. Kobalt haben wir hier. Gab's hier was zum Entdecken? Was sagen die? Ja, ich stehe genau drauf. Die Spuren führen nach links. Sie sind definitiv hier lang gekommen. Aber wie lebend? Das ist die Frage. Okay, hier haben die übernachtet. Die sind tot. Das ist ein kaputtes Geschütz. Ihr seid nicht tot. Level 25, na klar. Vielleicht noch was. Die erinnern mich an die Gegner in Ark. Die Gasbags. Aus dem DLC Extinction. Ich glaube Extinction war es. Oder Aberration. Ach komm, Junge. Wir haben kein Problem. Wir haben ein Problem. So, nehmen wir das kurz mit. Ich nehme kurz den Gegner mit. Und dann würde ich sagen, haben wir es aber erstmal für den heutigen Part geschafft. Wir haben den Geisel auf jeden Fall gerettet. Sind dem Freestar Collective beigetreten. Ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Part. Auch sind wir schon hier, glaube ich, in der Mission gut vorangeschritten. Die werden wir beim nächsten Mal abschließen und dann werden wir mit der Hauptquest weitermachen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, der Part hat euch gefallen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.